Ja, hallo Freunde, da bin ich wieder. Heute aus gegebenen Anlass, und zwar überall in den Medien, in der Presse, ja, wird darüber berichtet, dass die CIA sich auf so ziemlich jeden Gerät, was mit dem Internet verbunden ist, sich einhacken kann, ja, von Waschmaschine über Kühlschrank, iPad, iPhone, Smartphone bis hin zum Smart TV. Ja, wir können uns also nicht mehr sicher sein, ob wir fernschauen oder fern uns. Deswegen wollte ich euch noch mal kurz zeigen, wie einfach das sein kann, unter Umständen, ja, sich beispielsweise auf ein Smartphone sich reinzuhacken, ja. Das soll jetzt hier aber allerdings kein Tutorial werden, wie man das macht, sondern soll vielleicht noch mal, ja, veranschaulichen, warum das wirklich wichtig ist, dass wir darauf achten, was wir auf unseren Smartphones installieren, ja, oder aber auch auf irgendwelche Links klicken, ja, die wir nicht kennen. Ja, warum es sich da vielleicht lohnt, zweimal zu überlegen, ob wir das machen. Genau, deswegen wollte ich euch in den folgenden Video anhand eines kurzen oder ja einfachen Beispiels zeigen, ja, eine kurze Demo, wie schnell und ziemlich einfach das gehen kann. Als erstes, ja, wir können direkt loslegen, und zwar brauchen wir MSF Venom, ja, das, ich stelle mal kurz rum hier. Zack, ja, als erstes werden wir uns ein sogenannter Payload erstellen. Ja, also die App sozusagen für Android. Upsala, ich komme jetzt nicht so gut an meine Tastatur hier. Meta, Preta, ja, und zwar ist das ein Reverse TCP Payload, ja. Das bedeutet einfach, dass Android Matter Preta Reverse TCP, genau, dass der, ja, Client sozusagen sich automatisch hier zurück mit unserer Maschine verbindet, wenn er online ist. Ja, deswegen brauchen wir hier nochmal unsere IP-Adresse. Das ist jetzt hier in meinem Fall die hier. Ich kopiere das mal und füge das ein. Dann brauchen wir den Port. Wir nehmen jetzt hier einfach mal den Standard-Port hier, der Default-Port hier. Das ist hier der 4444. Genau. Und jetzt werden wir uns eine, ja, vielleicht, genau, Row, jetzt irgendein beliebigen Name hier vergeben. Ich nenne das jetzt einfach mal Backdoor vielleicht, Punkt APK, ja, das für Android, und Schuss. Ja, jetzt wird unsere App, wenn man so möchte, ja, unsere Payload erstellt. Okay, das ist alles in Ordnung. Ein Terminal können wir jetzt schließen. Die App, die ist jetzt hier irgendwo gespeichert. Genau, in mein Home-Verzeichnis hier, Backdoor APK, ja. Und jetzt, ja, alles, was der Angreifer ja machen muss, ist dafür zu sorgen, dass die App auf unserem Smartphone landet. Ja, da ist jetzt einfach vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen Fantasie gefragt, oder ist ja einfach eine Frage der Tarnung. Das ist jetzt hier, wie gesagt, ein einfaches Beispiel. Ich ziehe das jetzt einfach mal hier auf mein Smartphone rüber. Das ist jetzt hier mein Smartphone. Ja, da ist die Datei. Können wir jetzt schließen. Und genau, das ist jetzt hier mein Smartphone beispielsweise. Wir können noch mal schnell schauen, wo die Datei jetzt hier gelandet ist. Das ist jetzt hier mein, genau, da ist sie ja schon, ja, Backdoor APK. Das können wir jetzt schließen. Und ja, was der, ein bisschen größer hier. Genau, der Angreifer muss hier nur so, nur noch seine MSF-Konsole starten.
Ich gucke nochmal ganz kurz, ob das jetzt irgendwie... Okay, MSF Konsole starten und dann hier noch ein paar Zeilen eingeben sozusagen. Und schon, ja, wenn wir alles richtig gemacht haben, jetzt hier nur noch Use Exploit Multi Handler, unsere Payload, Set Payload, Host. Das war jetzt D1, 2, 5, 15, glaube ich, genau. Ja, doch. Das ist not valid. Ja, okay. Das kann jetzt hier aber... Nee. Das war jetzt... Okay, zu schnell. Wir müssen natürlich... Zack. Android. Okay, jetzt sucht er ein bisschen. Wahrscheinlich. Genau. Android Metapeta, die Zeile hat noch gefehlt hier, und Reverse TCP Händler, genau. Und jetzt können wir unsere Local Host hier eingeben. Unknown Command, oh man. Set mit einem T natürlich. Und dann den Port, Local Port, das war der Default Port hier. 4x4, denke ich. Zack. Genau. Und jetzt, wenn wir jetzt zur Exploit hier starten. Jetzt, ja, wenn das jetzt startet, wenn wir alles richtig gemacht haben, was ich hoffe, dauert vielleicht einen kleinen Moment. Achso, ist ja schon gestartet. Okay. Ja, der lauscht jetzt hier und wartet nur darauf, dass hier die App, ich habe die jetzt noch nicht installiert. Hier kann man schon sehen, hier Main Activity, ja, ich habe jetzt auf Install geklickt und hier sieht man schon mal, dass man hier mit alles machen kann. Ja, Systemeinstellungen, SMS empfangen, MMS und so weiter. Die Liste ist hier lang. Ich, ja. Installiere das jetzt einfach mal und schauen, ob das okay, das wurde jetzt installiert. Zack, ich öffne das mal jetzt. Und genau, schon hier sieht man das Gerät hier, das Smartphone. Das kann ich jetzt, ich schließe das jetzt mal alles. Hat sich hier mit meinem, hat sich mit dem Server hier verbunden. Ja, das ist jetzt die IP-Adresse vom Smartphone. Genau, ja, auf dem Smartphone ist jetzt nichts mehr irgendwie Verdächtiges zu sehen, ist, ja, ziehen wir das einfach mal hier rüber, oder können wir hier lassen. Und jetzt können wir mit dem Sys-Info nachschauen, das ist jetzt ein Android 6.0.1. Genau, wir können jetzt jede Menge mit einem Fragezeichen zum Beispiel hier, und hier haben wir eine ganze Liste mit Befehle, was wir jetzt eingeben können, ja, was wir jetzt alles machen können. Wir können überprüfen, ob das Android Smartphone geroutet ist oder nicht. Wir können hier Webcam, wir können das mit dem Aufnehmen, ja, das Mikrofon hier, Record Audio from the Default Microphone für so und so viele Sekunden. Webcam Chat können wir starten, Snap, einen Snapshot machen oder streamen, ja, Check Root, genau, Dump Contacts, Dump SMS, also wir können Geolocate, ja, und so weiter. Wir können jetzt vielleicht, wenn wir jetzt zum Beispiel Webcam List hier eingeben, dann sehen wir einmal Backcam, einmal Frontcam. Wir können jetzt mit der Frontkamera Webcam
Cam Snap, oder wie das war? War das nicht Snap? Doch. Und das war jetzt die Backcam. Die 1. Und ich nehme mal jetzt kurz und mache einen Snapshot hier. Zum Beispiel. Genau, das hat er gemacht. Ja, das ist jetzt ein bisschen verwackelt, weil ich das Smartphone bewegt habe. Das ist jetzt auch hier gespeichert. Wir können zum Beispiel eine SMS senden, ja. Oder wir können zum Beispiel, ich zeige mal ein Beispiel, Dump Call Log, ja, zack. Call Log saved to hier jetzt, haben wir jetzt hier irgendwo, da ist er, Call Log, ja, wenn ich jetzt diese Datei öffne, da sind meine ganzen Anrufe empfangen, wann, wie lange gesprochen, in Abwesenheit und alles Mögliche. Ich lasse das jetzt mal zu. Oder was auch geht, zum Beispiel die Kontakte, ja, Dump Kontakt hier. Das ist jetzt, das Smartphone ist jetzt hier, wir können hier nichts Verdächtiges beobachten. Jetzt habe ich die Kontakte hier genau gespeichert. Und genau, das ist jetzt hier meine Kontakte, ja, die ganze Telefonbuch ist hier mit E-Mail-Adressen, Telefonnummer und so weiter. Und ja, wir können jetzt, wie gesagt, jede Menge SMS, ja, ich get SMS-Messages, also alle SMS, die auf dem Smartphone jetzt gespeichert werden, die kann ich mir hier auch dumpen sozusagen. Da wird auch eine Textdatei erstellt, wir machen das mal, wenn ich die jetzt finde irgendwo, Kontakt, Call. Die sind irgendwo SMS-Dump, da sind sie, ja. Wenn ich jetzt diese Datei öffnen würde, dann sind jetzt meine, ja, die ganze SMS hier aufgelistet. Von wem, wann und so weiter und so fort. Ja, wie ihr seht, ist das jetzt gar nicht so. Ja. Genau, das war's auch schon alles, denke ich. Ich wollte euch, wie gesagt, noch mal kurz zeigen, was alles geht. Das war jetzt ein einfaches Beispiel hier. Und ja, soll noch mal, wie gesagt, zum Nachdenken bewegen, dass wir da ja ein bisschen mehr aufpassen, was wir da auf unserem Handy installieren. Und wenn wir, wie gesagt, im Internet irgendwelche Links anklicken, ja, was da alles passieren kann halt, ne? Ja, ich hoffe, ich konnte euch irgendwie ja helfen damit, beziehungsweise dass es für euch interessant war. Und wenn ihr Fragen oder Anliegen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.